Servus zu Barbecue aus Franken. Die Weihnachtsfeier auch stehen ja vor der Tür. Habt ihr schon alle Rezepte beieinander, die ihr braucht? Vor allen Dingen das Dessert? Wenn nicht, hätte ich aber was für euch. Und zwar das hier. Das ist ein Marzipan-Apfel-Zimt-Burger. Und relativ wenig Aufwand und schnell gemacht. Wie? Schaut euch am besten jetzt mal an und dann versuchen wir es miteinander. Und auf dem Brett ist jetzt das, was wir, wenn ich nichts vergessen habe, dazu brauchen, um unsere Apfel-Zimt-Burger zu machen, unsere weihnachtlichen Apfel-Zimt-Burger. Ich verwende als Burger-Bun quasi Waffeln. Die könnt ihr natürlich selber machen, wenn ihr die Zeit dazu opfern wollt. Ich sage ganz ehrlich, an Weihnachten machen wir eh schon genug. Da tun sie Dinge. Wie gesagt, wer es selber machen will, soll es selber machen. Ich verwende die. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein wenig Mandeln dazu. Wir brauchen natürlich einen Apfel, ist ganz klar. Wir werden Sahne schlagen. Und zwar brauchen wir dann die Sahne. Und wir brauchen ein bisschen Sahne steif dazu. Marzipan brauchen wir. Dann ein bisschen einen braunen Zucker. Wir brauchen Zimt. Wir brauchen einen Puderzucker. Ein bisschen Honig und ein wenig an Eierlikör. Das sollte es gewesen sein. Wir fangen an, indem wir jetzt die Marzipan-Sahne uns vorbereiten. Das müssen wir auch als erstes machen, weil die müssen wir jetzt ein bisschen warm machen und das Marzipan drinnen auflösen. Rezept findet ihr da unten und da sind dann auch die Mengenangaben drin. Also wie gesagt, Rezept gibt es als PDF. Zieht es euch runter, druckt es euch aus. Noch ist der Topf kalt. Da brösel ich jetzt ein bisschen von dieser Marzipan-Rohmasse rein. Jetzt gebe ich Sahne rein. Fränkische Schlagsahne, sonst wird es nichts. Nee, Quatsch, geht natürlich andere auch, aber wir sind in Franken, also nehme ich natürlich Fränkische. So, etwa der halbe Becher. Und jetzt schalte ich den Topf ein, also nicht den Topf, sondern den Herd. Und jetzt langsam erwärmen lassen, so, dass sich die Marzipan-Rohmasse drin auflöst. Am besten bleibt er dabei stehen und rührt ein bisschen. Dann geht es schon, da passiert auch nichts. Während sich hier so langsam aber sicher das Marzipan auflöst, habe ich auf der Platte nebendran schon mal die Mandeln in der Pfanne und ja, da wird jetzt einfach ein bisschen braun angeröstet. So, ich denke, das passt, wenn jetzt da noch ein paar ganz kleine Bröckel drin sind. Das ist nicht das Problem, das funktioniert deswegen gut. Wichtig ist jetzt, runter vom Feuer nehmen und gleich abkühlen lassen. Es muss wieder richtig kalt werden, also ab in den Kühlschrank damit. Und die Mandeln haben wir auch schon soweit. Fertig. Auch raus aus der Pfanne, weil die dunkeln noch. So, das ist jetzt umgefüllt, also die Marzipan-Sahne-Masse ist jetzt umgefüllt in den Becher. Da gebe ich jetzt natürlich noch die restliche Sahne auch gleich dazu. Und das geht jetzt erst einmal in den Kühlschrank, der wird richtig kalt werden. Idealerweise könnt ihr es einmal kurz in den Froster geben. Oder ihr macht es am Tag vorher, dann geht es natürlich auch, wenn es über Nacht im Kühlschrank lässt. Den Apfel werden wir jetzt das Kerngehäuse rausmachen, einfach mit so einem Ausstecher da. Und dann schälen wir den Apfel einfach. Da habe ich übrigens noch was unterschlagen vorhin. Das ist ein Flöckel Butter, das brauchen wir nämlich gleich, weil wir den Apfel jetzt gleich anbraten. Schneiden wir erst einmal in Scheiben. Das naschen wir. Das brauchen wir. So, vier Scheiben. Und die geben wir jetzt in die vorgeheizte Pfanne. Da geben wir jetzt das besagte Flöckle Butter rein und die Apfelscheiben. Lassen wir jetzt da drin einfach mal ein bisschen weich werden. Wenn die jetzt langsam ein wenig anfangen Farbe zu nehmen und weich werden, dann geben wir jetzt da ein bisschen einen braunen Zucker drüber. Wenn wir es nicht gescheit sehen, müssen wir die andere Hand nehmen. Und ein ganz bisschen Zimt. Und keine Angst, der verbrennt jetzt nicht. Das passt schon. Und drehen wir es. Machen das jetzt auf der anderen Seite nach. Und auch da ein bisschen Zimt. Und ich kann euch sagen, das duftet jetzt dermaßen weihnachtlich hier. So, das drehen wir jetzt dann noch einmal, lassen die andere Seite auch noch ein bisschen karamellisieren und dann können wir schon runternehmen und fast schon mit dem Burger bauen anfangen.
So, die Äpfel sind jetzt soweit, die mache ich jetzt aus. Und ja, jetzt stehe ich auf die Seite, halte es noch ein bisschen warm und in der Zwischenzeit schlage ich die Sahne. Die Sahne ist geschlagen. Wichtig, die muss wieder kalt sein, bevor es schlägt. Und ich habe jetzt ja einen guten 1,5 Beutel von dem Sahnestreif mit rein, aber jetzt ist das Ding wirklich aus, fällt nicht raus, passt. Richtig fest genug. Das fülle ich jetzt um in einen, ja, wir Fachleute sagen Dressiersack. Fachleute deswegen, weil ich gelernter Bäcker bin, da lernst du sowas. Spritzbeutel, ja, genau. Da fülle ich das jetzt um und dann bauen wir unseren Burger auf oder zusammen. So. Aus den Waffeln habe ich jetzt quasi meine Böden ausgestochen. Der Rest wird natürlich nicht weggeschmissen, der wird natürlich so genascht. Aber ich habe, wie gesagt, richtig schön hier Burger Buns jetzt im Prinzip vor mir liegen. So, und jetzt geht es relativ einfach. Ich spritze einfach was von der Sahne. Dann kommen wir Mandeln drüber. Die Äpfel. Die sind jetzt richtig schön weich. Dann gebe ich ein bisschen Honig drüber. Wieder die Sahne. Dann habe ich den Eierlikör. Da muss was drauf. Also das muss nicht, aber kann. Dann wieder ein paar Mandeln. Zu guter Letzt den Deckel. Und jetzt können wir das Ganze noch schön anrichten auf einer Platte. In dem Fall habe ich eine Schieferplatte. Da lasse ich jetzt die beiden Herrschaften einfach umziehen. Na, du bleibst drauf. Dann gehen wir schön Puderzucker drüber, lassen wir es quasi schneien. Jawohl, ja. Ein paar Mandeln drumherum. Und schon haben wir sie fertig, unsere weihnachtliche Nachspeise, unseren Apfel-Zimt-Matziban-Burger. Also ein, zwei Kalorien sind da wohl dabei, aber ich sage mal, es ist ja nur einmal im Jahr Weihnachten. So, und dann versuchen wir das Ganze jetzt einmal. Also, ich mache jetzt da kein groß, kein langs, kein Bratz. Ich tue mir jetzt da einfach ein bisschen was mit einem Löffel, beziehungsweise mit der Gabel abstechen. Also die Äpfel sind wirklich richtig schön weich und ja, schauen wir, dass man das Ganze auch dahin verbracht, wo es hingehört, in den Mund. Ich muss es sagen, es hilft nichts, es muss sein. Sensationell. Der Apfel ist schön weich, der Zimt kommt schön raus, diese Matziban-Sahne, die passt hervorragend dazu. Und diese Waffel ist also optimal als Teigboden bzw. als Burger Bun. Also das ist gelungen. Die Mandeln sind schön, der Honig kommt raus, der Eierlikör ist ganz leicht da. Wunderbar. Ein richtig schönes weihnachtliches Dessert, das ihr hoffentlich nachmacht. Das Rezept findet ihr unten in der Infobox. Unten drunter könnt ihr mir gerne Nachrichten lassen, wenn ihr wollt. Ich würde mich darüber freuen. Wenn die Sache euch gefallen hat und ihr mögt, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, solche Sachen sehen wollt und natürlich noch vieles andere, da kommt das Logo, da klickt ihr bitte drauf und dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schöne Weihnachten, schöne Weihnachtszeit, schönes Essen und vielleicht auch ein schönes Dessert. Ich bleibe euer Sven, wir sehen uns nächsten Mittwoch zwischen den Tagen wieder. Ja, ich bleibe euer Sven, bis dann, tschüss. Super, lecker, sensationell, vor allen Dingen die Sahne, die reißt sie raus.